Recht herzlich willkommen zur 70. Nein, 71. Folge von Stellaris. Ja, wir haben letztes Mal die Flotte hier unten irgendwo zusammengezogen. Wo ist sie denn jetzt? Hier ist sie. Das haben wir gemacht. Wir haben noch ein paar Schiffe in Auftrag gegeben und ja, wollen hoffen, dass wir jetzt irgendwo vorankommen, indem wir dann unsere Truppen stärken, damit wir da besser aufgestellt sind, ne? Gucken wir mal gerade bei Neckar, wie viel wir da so an Truppen ausgehoben haben. Jo, da sind jetzt gerade diese 208, oder? Okay, das wird ja dann schon was, ne? So ein paar Zerstörer, eine Korvette. Okay, wer macht die Rüstung hier? Ah, da sind die Korvetten noch offen. Machen wir noch ein paar rein, ne? Forschungsschiff brauchen wir nicht. Gut, hier geht nichts mehr. Nein, da geht nichts mehr. Ja, läuft und auch relativ schnell, ne, muss man sagen. Das ist ja richtig gut gemacht, oder? Gut, das haben wir. Wir sind unten und wir können einfach mal die da runter schicken schon mal. Und zwar schicken wir die gar nicht dahin, sondern die schicken wir mal hier hin. Und die Flotte. Ach so, die fliegen da noch runter. Okay, dann würde ich sagen, bleiben die da noch. Wieso sind da zwei? Ach so, das Konstruktionsschiff ist da noch. Alles klar. Dann schauen wir da mal gerade rein. Und zwar konstruiert das Konstruktionsschiff was? Ich höre es zwar zischen, aber ich sehe nicht jetzt unbedingt, was es macht, ne? Das hier ist wahrscheinlich gerade fertig geworden, ne? Migrationsabkommen-Einladung. Der sollte nicht in. Also was wollen die von mir? Das assarische Volk. Warte mal, machen wir mal Pause hier, bevor da. Na, jetzt ist es schon weg, oder was? Jo, dann war das erledigt. Das Migrationsabkommen Einladung. Erleuchtete Autokratie. Okay, wurde automatisch abgelehnt. Also erledigt. Ist ja jetzt auch nicht schlimm. Wir sind jetzt hier, ne? Genau. Konstruktionsschiff ist fertig, glaube ich, ne? So war das. Da waren ja drei. Und hier unten ist nichts, ne? Ja, das bringt uns alle nichts. Ne, kannst du den Befehl kannst du ignorieren. Auflösen nicht. Wo geht Befehl ignorieren? Da anhalten. Wunderbar. Ja, dann müssen wir gucken, was wir mit dem Schifflein noch machen. Das ist jetzt mal das abzuwählen. Ach so, okay. Das ist die Strike Force. Das sind die Herrschaften, die da bauen sollen. Da wird 2-2 sein. Ja, da müssen wir dann mal reingucken hier in diese. Ist auch so. Und hier ist es 2-2 auch, ja. Unser Reich ist hier erweitert, wie man sieht. So ein bisschen kann man die Grenzen sehen. Die fliegen noch dahin. Und die sollten dahin fliegen, ne? Oder haben. Ne, das waren andere, die wir da schon hingeschickt haben, ne, oder? Ah, das Forschungsschiff ist hier jetzt gerade zu Hause. Keine Ahnung, wo die anderen Truppen rumfliegen. Da, okay, die sind noch auf dem Weg. Die sind auch noch auf dem Weg. Dann wollen wir die auch mal fliegen lassen. Und schauen dann weiter, was wir dann machen. Oh, hier wird das schwächer irgendwie. Das Reich sieht man da nicht mehr, ne? Bergbaustation. Und noch eine, okay. Und Konstruktionsschiff, ja.
Das muss ich irgendwas noch machen, das ist ja, ne? Können wir da irgendwo hinfliegen? Ne. Hier bewegen, Bergbauer aus dem Posten. Können wir da was machen? Bergbaustation, Forschungsstation bauen, Außenposten bauen. Ne, da können wir auch nichts machen. Können wir hier was machen? Forschungsstation bauen. Würde ich jetzt fast sagen, sollten wir vielleicht mal eine Forschungsstation, können wir ruhig mal da bauen, oder? Vielleicht können wir da auch was mit erreichen. Gut, die sind immer noch unterwegs. Es liegt daran, dass da nichts passiert, weil wir in der Pause sind. Hat ja wieder gut geklappt. Und hier oben sieht alles schick aus. Da ist ein Planet, den man bevölkern könnte, aber der ist nicht in unserem Reich. Deswegen geht das dann wieder nicht, ne? Oberfläche. Ja, hätte hier auch was zu essen, ne? Sabannengelände, warmes und trockenes Gelände. Ah, können wir nur auf unseren eigenen Planeten machen, ne? Migrationsabkommen. Tja. Lasst uns das beschließen, das aufzuheben. Wo sind die denn? Ach so, da. Und das Ganze hier ist wo? Ja, sehr interessant. Das ist ja ganz woanders. Oh, Technologie erforscht. Neue Forschung. Machen wir Pause. Ermöglicht Beseitigung von giftigen Seetank. Okay. Neue Mechanik. Günstigere Kriegsforderungen. Okay, das ist nicht so interessant. Genmodifikationspunkte. Selbstmodifikation. Oh, das ist das Teuerste. Lass uns erst das machen. Vielleicht können wir das ein oder andere Mal auch gebrauchen, ne? So. Das sind die jetzt. Und ist das das ganze Reich? Ach, das ist das ganze Reich da. Oder? Ja, das ist das Symbol. Tja, weiß ich nicht, ob ich das will, ne? Das ist die Frage, obwohl das ist nicht direkt an uns angeschlossen. Schwierig, 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 was man da machen könnte. Eigentlich bringt es uns nicht wirklich, oder? Wenn der jetzt direkt benachbart wäre, wäre was anderes. Ich glaube, das können wir mal abhaken hier. Das brauchen wir nicht. Die Truppen können dahin geschickt werden auch, wie diese, die da auch hinfliegen schon, ne? Hier unten, was ist das? Das ist das Konstruktionsschiff und hier sind die schon vereint, ne? Gehen wir da mal hin. Und die fliegen jetzt beide dahin. Genau, dann haben wir da schon 700 und ein paar kaputte. Das ist ja schon mal richtig viel, ne? Anführer brauchen die auch nicht. Ist auch alles gut, weil der da unten drin ist. Und das ist dann der gemeinsame Anführer, ne? So, und dann können wir aber auch die Flotte gleich nehmen. Und die können wir woanders hinfliegen lassen. So, zack. 736, ne, 37. Na, komm schon. Ne, 755, okay. Das jetzt verstanden, ne? Und
Ihr fliegt dahin. Gut, ziehen wir unsere Kräfte zusammen. Lass uns mal in das System gehen. Das war jetzt der falsche Klick. So ist der richtige Klick. Und die beiden können wir gemeinsam hier fliegen lassen erstmal. Dann können wir die auch zusammenführen, ne? 335, das passt ja schon mal, ne? Da ist eine Militärmacht, okay. Die könnte man noch ausbauen. Observatorium. Ja, mach einfach irgendwas da erstmal hin, ne? Damit das ein bisschen wächst. Ist nicht verkehrt. Bergbaustation, okay. Das haben wir dann soweit. Was können wir denn sonst noch? Also da ist schon wieder eine Einheit fertig geworden. Die schickt dann auch mal dahin, damit die da weiter gucken können. Hier sind noch welche unterwegs. Die fliegen da aber auch schon hin. Das passt. Was ist das? Ingenieursforschung. Okay, ist auch fertig, oder was? Nee, doch. Hier unten. Freischaltung der Komponenten Nachbrenner, Plasmatriebwerk oder Roboter? Roboter, Karten, Kosten 100, Unterhalt 1, mechanische Roboter. Wir bauen das. Gut, das andere läuft. Das ist relativ fortgeschritten schon. Das wird schon werden. Gut. Ja, sonst. Die sind unterwegs. Ja, hier ist blöd, dass die sich hier in unser Reich drängen, in dem Sinne, ne? Also mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir das nicht verlieren oder so. Hier, der ist, wird das schmaler, kann das sein? Können wir die Dingens da nochmal anstoßen? Sektor verwalten. Achso, das ist der nördliche Sektor. Oh, guck mal, da können wir das dazu machen. Krass, oder? Machen wir doch gerne, ne? Okay, die gehören schon dazu, ne? Der war nicht dazu, den haben wir jetzt dazu genommen. Wie sieht das aus, wenn wir den wegmachen? Ach so, grün ist er dann. Der wäre auch machbar. Dann nehmen wir den noch dazu. Ja, sehr interessant. Und der würde auch gehen, aber den wollen wir dann aus der anderen Richtung machen. Das ist der. Habe ich jetzt eben den ausgewechselt gehabt? Die ist der südliche, ne? Genau. Ja. Das müssen wir erweitern. Das auch. Ah, guck mal, da geht doch was, ne? Jetzt wird er so wieder größer. Hier muss wohl ein Reich zusammengebrochen sein, was nicht bei uns zuerst war, oder? Kann das sein? Ja, das ist jetzt hier, obwohl es ist passt schon, ne? Die Entfernung dieses Systems aus dem Sektor wird die Verhinderung. Die Entfernung dieses Systems aus dem Sektor wird die Verhinderung anderer Systeme trennen. Mehr will ich ja nicht, ne? Oder? Lassen wir so. Der ist ausgewählt, ne? Ja. Okay, dann kriegen wir das schon so erstmal auf die Reihe, würde ich sagen, ne? Den kann man hinzufügen, aber der ist doch schon bei dem anderen dabei. Also alles gut, würde ich sagen. Jo, lassen wir das erstmal so, ne? Truppen, Schiffe, alle unterwegs in das Konstruktionsschiff, ne? Genau. Die sind jetzt alle hier, oder wie? So, da ist die Flotte.
Und die können wir dann ein. Und wie groß ist sie dann? 400. Na? Sehen wir noch nicht, oder wie? Ah, jetzt ist sie zusammen. Die ist jetzt 500, aber da muss doch irgendwo anders noch was unterwegs sein dann, oder wie sehe ich das? Das war da. Komisch. Wenn die Ter macht, ist klar, aber Bergbaustation. Verstehe ich jetzt nicht, aber ist egal, oder was? 530. Wo ist denn der Rest? Aus Traveler. So, die. Ach, daneben habe ich sie erwischt. Alles klar. Dann sind die zwei Systeme zu nah aneinander, ne? Das war das Problem. So, jetzt kommen wir da in das System nochmal rein, bitte. Und dann können wir die zu... So, die zusammenschließen. Jetzt können wir sie auch ein. Und dann sind wir schon da ganz schön mit unterwegs. Dann gibt es schon K da drin, ne? 1,3K, das ist doch schon mal was. Gut, das heißt, unsere Flotte wird stärker. Das ist sehr gut. Hier bauen wir aber gerade nichts mehr, ne? Das ist schlecht. So, läuft wieder. Kommen noch ein paar mehr Schiffe dazu. Gut, aber ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.